Hallo meine Lieben, bereits am 8. Dezember hatte ich euch die Rauhnächte näher gebracht. Wir sprechen von den 12 heiligen Nächten, den magischen Nächten, wo das Himmelstor geöffnet ist. Das bedeutet, in dieser Zeit haben die Menschen einen sehr guten Kontakt zu der geistigen Welt. Und als Menschenkind kannst du so einiges erfahren, was im nächsten Jahr auf dich zukommen kann. Ich werde euch einige Hinweise jetzt geben, worauf ihr achten solltet und was ihr machen könnt. In den 12 heiligen Nächten wird sehr viel mit Räucherwerk gearbeitet. Das sind die Rauhnächte, wo man für jede Nacht ein spezielles Räucherwerk verwendet. In jeder Rauhnacht erhält man von den Engeln, deinem Schutzengel, Hinweise auf die 12 Monate für das neue Jahr. Aber was die meisten nicht wissen, ist, dass jede der 12 Nächte auch für die 12 Tierkreiszeichen gelten. Vom Widder bis zum Sternzeichen Fisch. Mit dem Widder beginnt es in der Nacht zum 25. Dezember. Und das letzte Sternzeichen Fisch ist in der Nacht zum 5. Januar. In der Nacht zum 6. Januar gilt es noch einmal für alle Sternkreiszeichen. Das ist dann der Abschluss der Rauhnächte. In der Zeit vom Heiligen Abend bis zum 1. Januar sollte man besonders auf die Träume achten. Du solltest einen Block mit Bleistift bereitliegen haben, um dir die Träume gleich aufzuschreiben. Denn oftmals hat man diese wichtigen Träume später vergessen. Eigentlich sind es gar keine Träume. Es sind Botschaften. Diese werden von den Engeln übermittelt. Oder man bekommt eine Botschaft von Verstorbenen. Zum Beispiel der Mutter, dem Vater, der Großmutter und so weiter. Und zu guter Letzt kommt dann noch die Silvesternacht. Auch da werden uralte Rituale vollzogen, wie zum Beispiel das Bleigießen. Aus den gegossenen Figuren kann man erkennen, was für den jeweiligen, für denjenigen im neuen Jahr sehr, sehr wichtig ist. Und am meisten trifft es tatsächlich zu. Probiere es doch einmal aus. Das eine oder das andere. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr jedoch die Botschaften nicht deuten könnt, dann habt ihr mich ja noch. Ich erkläre es euch dann. So, und nun viel Spaß und eine gute Zeit. Das wünsche ich euch herzlichst, eure Deria.